Curvy Queen Sarina Novak reitet auf ganzer Linie auf der Erfolgswelle. 2009 startet die damals 16-Jährige bei Germany's Next Topmodel ihre Karriere. In dem TV-Format landet sie zwar nur auf Platz 6, doch nach ihrer Castingshow-Teilnahme geht es für die gebürtige Niedersächsin steil bergauf. Sie entschließt sich, in die USA auszuwandern und startet durch. Um sich von dem Druck der Modebranche freizumachen, lässt die Blondine Size Zero hinter sich. Die 28-Jährige sagt den strengen Diäten ab und versucht sich stattdessen als Curvy-Model, mit Erfolg. Ihre Kurven darf Sarina inzwischen sogar auf internationalen Laufstegen präsentieren. Selbst bei der Fashion Week in London ist die Beauty mit von der Partie. Für die britische Modemarke Pretty Little Thing läuft sie über den Catwalk. Ihre Follower sind von diesem Anblick ganz angetan und schwärmen von Sarinas Auftritt. Besonders ihre Ausstrahlung und ihr Selbstbewusstsein kommen super an. Mega! Andere, so wie ich, mögen ihren Körper null und du feierst deinen Körper so sehr und strahlst genau das aus. Aber auch andere Designer reißen sich um Kooperationen mit der Plus-Size-Schönheit. Unter anderem promotet Sarina im Netz Skims, die Marke von Reality-TV-Ikone Kim Kardashian. Und diese scheint super zufrieden mit der Zusammenarbeit zu sein. Doch Kim ist nicht die erste Kardashian-Schwester, die auf den Kurvenstar aufmerksam wird. Schon vor etwa 5 Jahren engagiert Khloe die Ex-Dancing-on-Ice-Kandidatin für ihre Brand Good American. Mit ihrem Label macht sich die 37-Jährige für die Akzeptanz aller Körperformen stark. Ein Anliegen, das auch Sarina bewegt, wie sie im Interview mit The Curvy Magazine berichtet. Ich möchte den Frauen ein Vorbild sein. Der Magerwahn in der Modeindustrie sollte niemanden so stark beeinflussen. Wir Frauen sollten uns selbstbewusst und wohl in unserem Körper fühlen, egal wie er aussieht. Mit dieser Einstellung scheint die TV-Bekanntheit gut zu fahren und setzt ihre Rundungen weltweit in Szene. 2017 schafft sie es mit einer Kampagne für Forever 21 sogar auf die Bildschirme des Times Square. Doch auch in Deutschland ist die Influencerin weiterhin präsent. Schon bald ist sie sogar wieder im TV zu sehen und kehrt zurück zu ihren Anfängen. Die gebürtige Bolsnerin ist Teil der aktuellen Germany's Next Topmodel Staffel. Dieses Mal nicht als Teilnehmerin, sondern als Gastjurorin an Heidi Klums Seite. Dort kann sie ihre Erfahrungen mit den Nachwuchsmodels teilen. Denn fest steht, Sarina weiß, wie man sich in dem Business durchsetzt. Und auch abseits der Castingshow ist von ihr bestimmt noch allerhand zu hören.